Wir machen heute eine Tageswanderung. Wir hatten die letzten Wochen nicht so viel Zeit. Es war viel Sonnenschein. Heute wollen wir natürlich den Regen genießen. Und wir machen so 17 Kilometer, wollen eine richtig feine Koch-Action starten und mal schauen, was hier so geht. Ein bisschen heiß. Weißt du, was ich geil fand? Als sie diesen kleinen Wink gemacht haben zum Buch zurück. Naja, das Prior Philipp. Nee, mit dem. Mit dem Steinbruch. Genau, mit dem Steinbruch, dass sie umsonst Steine für die Kathedrale da rausholen. Da fand ich irgendwie cool. Also so galant gemacht irgendwie so, ne? Große Düntalsperre. Dangerous aus. Dangerous. Schauen wir mal. Was ist das?
Ach so, das ist der Überlauf, wenn er zu voll ist. Ajo! Babyfrosch! Eins, zwei, drei. Jetzt muss ich wieder... Oh, da kommt noch der letzte. Meinst du, es regnet nochmal? Schwer zu sagen. Der Wind ist relativ stark, vielleicht zieht es also darüber, ne? Das sieht auf jeden Fall ganz schön bedrohlich aus. Kurzes Fazit, wir sind fast am Auto und wir sagen es oft, aber es war wirklich eine richtig geile Strecke. Diesmal wieder komplett raus. 470 Höhenmeter allerdings, falls ihr die nachwandern wollt. Seid euch bewusst, es sind nicht nur 17 Kilometer, sondern auch 470 positive. Also man ist viel, geht viel bergauf, teilweise sehr steil. Aber nichtsdestoweniger sehr schön, sehr schöne Wege. Man sieht einfach einen Dom, den wir einfach gar nicht auf dem Schirm hatten. Auch für Leute, die vielleicht nicht den ganzen Weg laufen und dann einfach nur vielleicht dahin und dann wieder zurück. Jedenfalls sind wir jetzt raus. Jetzt laufen wir noch die letzten Meter. Einmal noch hoch geht's und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.